Willkommen beim Vitamin Berge Podcast. Heute eine Spezialfolge von der Outdoor-Messe Friedrichshafen. Und der Outdoor hat sich dieses Jahr mit dem Outdoor-Blogger-Network zusammengetan, um das Thema Social Influencer und Blogger ein bisschen zu stärken und präsent zu halten, weil die Outdoor für uns die Schnittstelle zwischen Bloggern und Industrie sein soll. Heute bei mir ist der Carsten Joost, einerseits vom Outdoor-Blogger-Network und auf der anderen Seite mit seinem Blog fastpacking.com.de. Entschuldigung. Willkommen, Carsten. Servus. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin, wenn man es so sagen will, ich bin Ultraleicht- oder Leichtgewichtsblogger seit 2003 oder seit 2004, als ich mal den Appalachen Trail gelaufen bin. Das heißt, ich habe mich auf Trekking mit sehr leichter Ausrüstung spezialisiert. Also komplettes Campinggeraffel, aber sehr, sehr leicht, damit man einfach eine niedrigere Belastung auf dem Körper hat. Auch vielleicht längere Distanzen gehen kann als jemand mit einem 25 Kilo Rucksack. Und das ist so mein Steckenpferd, wenn es um die Bloggerei geht. Also alles, was schön leicht ist. Wir sind jetzt hier gerade untergekommen bei VD in der Zeltstadt. So ein Zelt wie hinter dir wäre dann wahrscheinlich nichts für dich, für diese langen Touren. Also das, was jetzt hinter mir steht, das wäre tatsächlich nichts. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass VD jetzt gerade zu dieser Messe ein paar Zeltneuigkeiten rausgebracht hat, haben, wo die bei Klassikern einfach das Gewicht nochmal stark runtergesenkt haben, wo man da auch als Leichtgewichtsfuzzi dann anfängt zu überlegen, ob das vielleicht jetzt da doch mal eine Alternative sein könnte, so ein Leichtzelt von VD. Klingt spannend, aber das soll heute eigentlich gar nicht das Thema sein. Das Thema, also gerade das mit dem Appalachian-Trail oder PCT, was ich da auf deinem Blog gelesen habe, das interessiert mich sehr, ist aber heute, hier drin jetzt nicht so der richtige Rahmen. Von daher, heute soll es um was anderes gehen. Wie wir zusammengekommen sind, ist eigentlich das Outdoor-Blogger-Network. Was ist das und wie bist du dazu gekommen? Also das Outdoor-Blogger-Network ist ein loser Zusammenschluss von 60, 70 Bloggern, die wir als Outdoor-Blogger-Network so quasi als Agentur gegenüber Herstellern vermarkten. Und das ist letzten Endes so zustande gekommen, dass ich zusammen mit dem Hendrik Morkel, auch einem Blogger, der den Blog hikinginfinland.com betreibt, und dem Georg Haas, der schon seit über 20 Jahren auf der anderen Seite vom Tisch arbeitet, nämlich in der Outdoor-Industrie als Handelsvertreter für unterschiedliche Marken, öfter mal bei Messen zusammengesessen bin. Und der Hendrik und ich, wir haben uns dann an seiner Schulter ausgeweint, wie schwierig das ist, als Blogger zum Beispiel Testprodukte von Herstellern zu bekommen. Und dass man als Blogger, obwohl man eine treue Leserschaft in einer interessanten Nische hat, häufig als Bittsteller bei Herstellern und PR-Agenturen dasteht. Der Georg ist ein relativ offener Mensch auf Seite der Handelsvertreter und den hat es immer gewundert. Der hat dann immer gesagt, ich verstehe das nicht. Wenn ihr wüsstet, was wir Hersteller oder was wir in der PR-Arbeit ausgeben an Kohle für Reichweite, die komplett unspezifisch ist, wo kein Mensch weiß, wen es erreicht und überhaupt. Und ihr kommt jetzt mit eurer treuen Leserschaft, die Zielgruppen genau bedient wird von euch, kommt ihr an und da wollen euch die Hersteller nichts geben, das kann doch gar nicht sein. Also für den war das total komisch, dass wir da so ein schweres Standing haben. Und aus diesen Gesprächen kam dann relativ schnell die Idee, einfach eine Firma zu gründen, die dieses Problem löst. Also zum einen das Problem zu lösen für die Blogger, zum Beispiel an Testprodukte gut ranzukommen, und zum anderen das Problem löst, für die Hersteller einfach auch an gute Blogger ranzukommen, weil das zum Beispiel anscheinend eines der Probleme gewesen ist früher, dass zum Beispiel ein Hersteller jetzt einfach von 25 verschiedenen Bloggern die Anfrage kriegt, kann ich den Rucksack haben? Ja. Und der Hersteller dann einfach, weil er sich halt mit anderen Sachen beschäftigt als mit Bloggern, einfach nicht sagen kann, ist das ein guter Blogger? Ist das ein Blogger, der zu mir passt oder nicht? Wie mache ich das überhaupt mit dem Blogger? Reicht es, wenn ich dem den Rucksack gebe? Möchte der vielleicht noch ein bisschen mehr? Und da haben wir einfach gemerkt, dass beide Seiten Bedürfnisse haben, diese aber unter Umständen gegenseitig gar nicht kennen. Und dass wir uns dann quasi als
Übersetzer zwischen diese beiden Gruppen setzen wollen, um da zu einer besseren Kommunikation zu kommen und einfach für alle Seiten einen Benefit zu schaffen. Jetzt ist das ja das Outdoor-Blogger-Network. Ist das beschränkt auf irgendein, also könnte da jetzt ein Fahrradfahrer mitmachen, kann ein Läufer, klar, ich bin dabei, von daher passt es, aber kann da jeder mitmachen oder was ist so die Grundvoraussetzung? Also zum jetzigen Zeitpunkt, so wie wir jetzt aufgestellt sind, wir heißen das Outdoor Blogger Network, das ist unter Umständen auch vielleicht ein Schuss ins Knie, weil es die ganze Sache ein bisschen auf Outdoor beschränkt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es tatsächlich so, dass wir mit allen Bloggern uns vorstellen, zusammenzuarbeiten, die in einem Bereich tätig sind, der irgendwas mit Outdoor zu tun hat. Also von daher sind die Trailrunner überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt das Fahrradfahren anspricht. Sind ja auch draußen. Ja, aber da gibt es zum Beispiel das Thema Bikepacking zum Beispiel. Ne? Die sind auch draußen unterwegs und die Schnittstelle zur Outdoor ist extrem hoch. Ob und wie weit wir jetzt in generelle Sportthemen in der Zukunft reingehen, die jetzt nicht mehr wirklich was mit Outdoor zu tun haben, zum Beispiel von Trailrunnern dann rübergehen zu den normalen Runnern oder von den Bikepackern zu den Mountainbikern und Rennradfahrern, das ist durchaus möglich, wenn wir einfach im laufenden Geschäft jetzt gute Erfahrungen machen mit Herstellern und generell, sage ich mal, von uns als Firma Prozesse entwickeln, um einfach nicht nur Outdoor-Bloggern und Outdoor-Firmen einen guten Service zu bieten, sondern auch in anderen Bereichen. Wenn ihr das schon einschränkt quasi dann, es muss Outdoor sein, es sollte irgendwo doch schon erkennbar sein, dass es im Draußensein geht. Ihr wollt ja quasi die Schnittstelle zwischen Industrie und Bloggern sein. Wie prüft ihr denn die Qualität, beziehungsweise woran macht ihr fest, der Blog wird weiterhin bestehen und der andere, naja, da macht eigentlich nichts mehr oder der hält sich nicht, ihr habt ja auch den Outdoor-Blogger-Codex, er hält sich nicht daran. Wie prüft ihr das, beziehungsweise habt ihr das in Zukunft vor? Also das Letzte ist so, der Outdoor-Blogger-Codex ist eine ganz wichtige Sache. Viele Blogger, die mit uns zusammenarbeiten, sagen, hey, das, was ihr da reingeschrieben habt, ist ja eh klar. Ne? Es ist ganz klar, dass ich kennzeichne, wie ich an dieses Produkt rangekommen bin, damit einfach der Leser weiß, dass da unter Umständen Interessenkonflikt sein könnte. Oder es ist ganz klar, dass ich das Produkt natürlich ordentlich teste und nicht einfach die Packung aufmache, mir einen Katalog nehme, mir 2-3 Zeilen aus den Fingern sauge und das dann Testreport nenne. Das ist schon ganz klar. Also jedenfalls vielen Bloggern. Nichtsdestotrotz haben wir solche Sachen auch im Codex festgehalten. Wir überprüfen ihn selber häufig genug, weil es noch ziemlich überschaubar ist. Wir haben über 100 Blogs, die den Codex unterschrieben haben und da surfen wir hin und wieder einfach mal durch und gucken exemplarisch. Wir setzen aber auch ein ganz gutes Stück weit auf Selbstkontrolle, dass einfach uns auch Blogger sagen, pass mal auf, ich glaube, der macht es nicht ordentlich, schaut doch bitte mal da. Und sollte jemand gegen den Codex verstoßen, also wirklich verstoßen, nicht einfach mal gerade irgendwas vergessen haben in der Eile, dann wird er nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Dann werden wir das auch offenkundig ganz klar machen, dass da Regeln nicht eingehalten worden sind. Dann hast du noch gesagt, wie sieht es aus, woher wissen wir, ob ein Blog länger bestehen wird? Ganz ehrlich, das wissen wir nicht. Wenn ein Blog aus welchen Gründen auch immer auf einmal seine Arbeit einstellt, dann ist es halt einfach so, solange der aber in der Zeit, in der wir mit ihm zusammengearbeitet haben, eine ordentliche Arbeit gemacht haben, hat sich an den Codex gehalten, hat seine Leser ordentlich bedient hat und gegenüber den Herstellern, mit denen er zusammengearbeitet hat, einfach auf eine professionelle Art und Weise seine Blogartikel abgeliefert hat, ist das ja auch nicht schlimm. Hier auf der Outdoor seid ihr quasi die offizielle Blogger, wie nennt man das, zuständig für uns Blogger, also im Gegensatz also nochmal als Unterart, wir sind nicht Presse, wir sind Blogger, also quasi wir haben unsere eigene Base, wir haben unsere Ansprechpartner in euch. Das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, gerade jetzt für die kurze Zeit, wo es das OBN gibt. Was ist eure Vision? Wo soll es hingehen? Also wir möchten... Think big. Ja, wir möchten, also für uns wäre es schön, wenn einfach jeder Blogger sagt, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und wenn alle Hersteller sagen, wir gehen den Weg über OBN als Dienstleister, um mit guten Bloggern zusammenzuarbeiten. Also das ist unsere Vision. Und was für uns da auch ganz wichtig ist, ja, wir sind eine Firma und sind eigenständig. Wir haben aber, finde ich jedenfalls persönlich, wir haben einen ganz engen Draht zu den Bloggern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben da auch immer ein ganz offenes Ohr. Und wir sprechen viele Sachen, bevor wir sie machen,
auch mit Bloggern ab. Also es ist nicht so, dass wir die Blogger um Erlaubnis fragen, aber wir wissen einfach schon, dass die Blogger letzten Endes die Basis unseres Geschäfts auch sind und dass das nur funktionieren kann, wenn wir die Blogger mal in unserem Boot mit drin sitzen haben. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich mit Bloggern reden, und zwar permanent, häufig, um einfach Stimmungen aufzufangen, einfach zu merken, okay, das Schiff fährt für die Blogger gerade in die falsche Richtung, wir müssen es wieder auf einen anderen Kurs bringen. Wir wollen letzten Endes auch so ein Stück weit Interessenvertretung sein für Blogger. Und wir haben auf Facebook eine Gruppe, wo viele der Blogger, die mit uns zusammenarbeiten, aber auch andere Blogger noch, die noch nicht bei uns sind, einfach auch ganz offen in Themen diskutieren, die Blogger unter Nägeln brennen. Also wie preise ich mich, also was nehme ich an finanzieller Kompensation entgegen für einen Testartikel? Wie viel Geld soll ich für einen Sponsored Post nehmen? Wie gehe ich mit Agenturen um? Und das sind Diskussionen, die ganz wichtig sind für die Blogger, die auch zu einer Professionalisierung der Blogger führen, damit der Blogger, der Einzelne, auch weiterkommt. Weil am Ende vom Tag wollen wir alle gelesen werden. Und jede Maßnahme, die letzten Endes hilft, die Leserschaft ein bisschen wachsen zu lassen, ist hilfreich. Und zwar nicht nur für den einzelnen Blogger, sondern letzten Endes auch für uns als Netzwerkbetreiber. Freut mich auf jeden Fall, dass es sowas gibt, dass ihr das macht, euch da einbringt. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, gerne. Was ich schon eingangs erwähnt hatte, am liebsten würde ich dich jetzt noch eine Stunde lang ausfragen zum Appalachian Trail bzw. Pacific Crest Trail, aber das verlagern wir in eine andere Episode. Von daher vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick in eure Arbeit. Viel Spaß noch hier auf der Auto. Ich bin jetzt auch noch morgen und übermorgen da. Und ja, da werden wir uns noch ein paar Mal sehen. Vielen Dank, Carsten. Mit Sicherheit. Gern geschehen. Ciao. Ciao. Ein fettes Sorry dafür, dass es hier so ein Hintergrundrauschen gehabt hat. Die Halle ist hier riesig und dadurch, dass hier nur Zelte in der Halle sind, hat es einen Hall und ein Echo. Sorry, passiert. Ich hoffe, das nächste Mal wird es dann besser. Danke, dass du dabei warst bei dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast und alle Links, ein paar Bilder bzw. das Video findest du in den Shownotes unter vitaminbäre.de/s001. Wenn dir Vitamin Bäre gefällt, freue ich mich über ein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Bäre Podcast noch besser zu machen. Ja, das war's für heute. Bis bald. Ciao, ciao.